Was haben wir jetzt gefunden? Was ist das? Erdmagnetfeld. Okay. Also, da fehlt ein kleiner großer Blö... Mich auch. Das muss nicht. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Apothekenschlüssel haben wir auch noch. Habe ich die Apotheke, die Hausapotheke schon leer gemacht? Tonis Hütte. Den haben wir bekommen, als wir uns die Haken in die Hand gehauen haben. Mal gucken, was da oben so drin ist. Hausapotheke, Kaching, Beruhigungsmittel. Das ist das Einzige, was Sinn macht, sagst du. Plan, Wasser. Pömpel. Also wir sollen doch jetzt ein Funkgerät basteln, ist das richtig, oder? Ich bin nur überfragt, wie und wo. Was habe ich denn da? Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Ich glaube, du bist die Ursache, Rufus. Ich bin mir da ziemlich sicher. Solange mir das tut. Er ist bereits ausgenockt. Stoch, ich leg noch mal einen nach. Aber okay. Huch. Entschuldigt, aus dem Bild geklickt. Aus dem Bild geklickt. So. Ich habe immer noch den Luftballons. Kann ich die wieder auffüllen? Brauche ich die vielleicht noch mal für irgendwas? Testen. Luftballons. Lachgas. Kann ich also noch mal auffüllen. Okay. Oh, er hat uns auch mies im Blick, der Junge. Kann ich vielleicht, wenn ich jetzt zu unserem Haus wandere und oben rausgehe, gibt es da noch eine Apparatur oder sowas? Ich will ja ein bisschen überlegen, wie wir das am besten angehen. Wir haben noch den Fernsprecher im Büro. Ist hier jetzt irgendwas? Nein. An den Fernmelder? Ich muss wahrscheinlich erstmal mit irgendjemandem sprechen, der mir sagt, wie ich so ein Ding rausgeklickt. Wie ich so ein Ding zusammenbastel, oder? Vielleicht Wenzel. Wenzel ist doch der Techniker. Wenzel? Ha, eine Quelle. Wo ist Wenzel? Wenzel ist weg. Vielleicht kann Toni uns weiterhelfen. Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Das hilft mir nicht weiter. Ich muss weg. Das sag ich. Aber du bist immer noch da. Mist. Ha. Ich bin gerade mal wieder so ein bisschen am Rumrätseln. Mit wem können wir denn noch so schnacken? Hier können wir noch. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipuh. Stellt sich hin. Bis bald. Tschüss, Schnutzipuh. Den hat er sich jetzt eingeprägt, ne? Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir... Weißt du, ist ganz schlecht. Ich komm spät. Ja, jetzt bin ich hier offiziell überfragt. Aber unsere Zeit ist leider auch schon wieder um. Wir werden uns in der nächsten Folge weiterhin darum kümmern, irgendwie einen Funksender zusammenzubasteln. Wir haben Magnetfeld, beziehungsweise Magneten. Wir haben eine Uhr. Au, jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Das wäre reinste Zeitverschwendung. Eine Uhr, ne? Zeitverschwendung. Naja.
Ich glaube, wir müssen irgendwas im Bürgermeisterbüro machen. Beziehungsweise. Uhr. Ich glaube, die Post hat auf. Potsdamer! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Nee, ne? Nee. Aha. Sehr schön. Ja, die Post hat halt jetzt auf. Einfach eine Uhr reingehackt. Ein wunderschön. Dann halt nicht. Ich wollte mit dir reden. Halt! Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Aha. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren Militär. Drei Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek. Eine weitere am Empfang des Rathauses. Die dritte Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Okay. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Aber das kriegen wir doch bestimmt hin. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Ja. Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen. Die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Aha, ist das ein Tipp gewesen? Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur um Frankierungsstufe 3. Mit kleinen und das passiert.
Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Was? Alter, what? Irgendwie will meine Maus gerade nicht mehr. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich, ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz, das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potsdonner. Oh, sehr cool. Das war gut. So, wir schauen uns ein bisschen weiter um. Also wir dürfen hier diese Linie nicht übertreten. Klappe. Klappe auf. Da ist eine Katze drin. Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Okay. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Was? Was passiert hier? Kurz mal gucken. Oben haben wir noch zwei. Ein Wippvogel und ein Funkgerät. Dann ist das hier wahrscheinlich komplett der Tresor. Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Sie macht ihren Job. So, was haben wir denn da? Ah, ich weiß nicht, ob das ein Hinweis sein soll. Ah, hier ist die Frankierungsstufe, wa? 1, 2 und 3. Kriegen wir die auf von hier? Fehler, Fehler. Dann halt nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Informationen bekommen. Berührungs. Für die Katze. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Sie frankiert die Pakete jetzt viel langsamer als vorher. Hi. Einmal melden. Bitte nennen. Ersatzpostkatzen. Und sehr nützlich. Ich muss die. Und den. Doch, aber nur mit. Und in den. Okay. Nichts Neues. Also er muss wahrscheinlich die beiden austauschen, sobald ich ein Paket gefunden habe. Oh, hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht. Oh, Lotti ist gut, ey. Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Mit dem Telefonisten, aber wer ist denn der Telefonist? Also hier unten ist die Notrufsäule, ne? So viel wissen wir schon mal. Nutzen.
Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Mhm. Rufus? Ja? Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich... Oh, ich hasse telefonieren. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Usser, er muss dann mal weg.